Sie sind die Sieger der Ausgabe 2012 von Rocknet Live Award. Der Wettbewerb für junge, aufsteigende Bands hat dieses Jahr Gröden dank der Folk-Rock-Gruppe Noluntas ausgezeichnet, welche sowohl die Jury als auch das Publikum für sich eingenommen hat. Wie inzwischen Tradition fand die Preisverleihung am Sitz der Stiftung Südtiroler Sparkasse statt. Die Stiftung der Sparkasse unterstützt nämlich seit jeher junge Talente in allen ihren Ausdrucksformen. Ein schönes Projekt. Wir sind jetzt das sechste Jahr dabei. Ich glaube, es deckt sich mit den Zielsetzungen der Stiftung, Jugend und Musik zu fördern im Lande. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich auch über die Grenzen zu präsentieren, sind motiviert. Kultureller Austausch, Dialog. Ich glaube, Musik ist eine Sprache, die man nicht übersetzen muss und passt gut auch eben zu unseren Zielsetzungen. Und wir sind mit dieser Veranstaltung sicherlich sehr zufrieden. Der zweite Platz ging an Richard Endorfine aus Barbian und als dritte platzierten sich Turbo Tröd. 25 Bands aus ganz Südtirol haben an den drei Ausscheidungen und dem Finale des wichtigsten Südtiroler Wettbewerbes für Rockbands teilgenommen. Die Sieger waren natürlich begeistert. Für uns ist das auf alle Fälle ein Riesenerfolg, dass wir da beim Rocknet gewonnen haben dieses Jahr. Hauptsächlich so gesehen, dass wir erst seit noch nicht einmal ein Jahr zusammen spielen. Und deswegen ist das also für uns schon viel erreicht nach einem Jahr. Also angefangen hat es mit einem Projekt, wo wir eigentlich ein Konzert spielen wollten. Und hingegen mittlerweile zählen schon über 50 Konzerte zu uns. Und wir hoffen auf alle Fälle, es geht noch weiter. Und von dem gesehen, dass wir erst seit einem Jahr zusammenspielen, ist das schon ein Riesenerfolg. Also in Rocknet Live Award als Gewinner. Heuer fand der Rocknet Live Award im Haus der Vereine in Nals statt. Dieses wurde vom 23. bis zum 26. Februar zum Mekka des Südtiroler Rocks. Nach 20 Stunden Live-Performances haben dann die Jury und das Publikum gemeinsam die Sieger gekürt. Das Level ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und wir haben auch heuer wieder eine Steigerung zum letzten Jahr feststellen können. Auch deswegen, weil die Chance wahrgenommen wird, eben die ziemlich einzigartige Situation zu nutzen, eben mit der professionellen Bühne und der professionellen Organisation aufzutreten. Der Rocknet Live Award ist inzwischen zum festen Bestandteil der Südtiroler Musikszene geworden und findet von Jahr zu Jahr mehr Anklang. Für uns ist es sehr wichtig, dass man eben keine Einschränkungen vornimmt. Es können sich wirklich alle Musiker, die Interesse haben, auf einer Bühne zu spielen, können sich melden, ob das jetzt die jüngste Band ist, die mit 16, 17 Jahren auf die Bühne aussteigt, oder wie heuer der Benno Simmer mit über 50. Es soll ja eine kreative Mischung sein, die sich gegenseitig befruchtet. Weil es ist für die Jungen interessant, um mit einem erwachsenen Musiker auf einer Bühne zu stehen, um vielleicht aus seinen Erfahrungen was zu lernen. Und umgekehrt, die Lockerheit, was die Jungen haben, sei natürlich für die erwachsenen Musiker auch ein Vorteil. Der Rocknet Live Award belohnt den Einsatz jeder Band, die ins Finale kommt, mit Prämien von 500 bis 3000 Euro. Die Siegerband erhält zusätzlich noch eine personalisierte Gitarre Fender Stratocaster in Gold.